Die Chancen im Finale stehen 50-50. Beide Mannschaften haben dieselben Möglichkeiten und natürlich wollen beide gewinnen. Wir gewinnen das Spiel nicht nur, weil wir Bayern und Barcelona geschlagen haben. Es wird kompliziert und schwierig. Wir müssen alle 100% geben. Du arbeitest, weil du dich immer verbessern willst. Die beste Möglichkeit, sich zu verbessern, ist es, immer zuzuhören und es dann auch umzusetzen. Antoine hat sehr hart gearbeitet, sich immer wieder selbst angestachelt und gut zugehört. Er gehört ohne Zweifel zu den drei besten Spielern der Welt. Ich versuche in jedem Training und in jedem Spiel mein Bestes zu geben. Und es stimmt, dass meine Teamkollegen und der gesamte Mannschaftsstab alles dafür tun, dass ich dieses Level erreicht habe. Und ich hoffe, es geht noch weiter. Er hat Ruhe zurück in die Mannschaft gebracht und sie dadurch ins Titelrennen zurückgebracht. Sie sind Vizemeister geworden nach einem Kampf bis zum Ende. Und er hat sie ins Champions League-Finale geführt. Ich denke, das hat in seiner Arbeit eine sehr wichtige Rolle gespielt.